Ein Stern, der deinen Namen trägt. Das ist der Klassiker schlechthin, der auf keiner Party fehlen darf. Das neue Genius bietet extrem viele neue tontechnische Möglichkeiten und Sounds. Das war der Grund, weshalb wir uns diesen Partykracher in der Party-Mix-Version vorgenommen haben. Im Gegensatz zur Radio-Version hat dieser Mix noch mehr Punch, noch mehr Druck und verbreitet einfach noch mehr gute Laune. Und das dürfte wohl auch der Grund dafür sein, weshalb auch genau diese Version so erfolgreich ist. Aber das ist gleichzeitig der Grund, weshalb diese Version auch als MIDI-File eigentlich kaum erhältlich ist, weil es eben diese tontechnischen Möglichkeiten bisher gar nicht gab. Jetzt mit dem Genius kann jede MIDI-Spur mit mindestens einem Effektblock versehen werden. Das heißt also zum Beispiel Gitarre mit Verzerrer, eine zweite Gitarre mit einem anderen Verzerrer, Schlagzeug mit Kompressor und so weiter. Das bedeutet, wir haben einfach Möglichkeiten wie im Tonstudio. Diese haben wir genutzt und wie wir das gemacht haben, das zeigen wir in diesem Video. Ziel ist es, so nah wie möglich an das Original heranzukommen. Deshalb legen wir uns das Original in die Timeline unseres Sequencers, um das Original immer wieder mit dem MIDI-File vergleichen zu können. Zunächst muss das Tempo angepasst werden und das Original an die korrekte Taktposition angelegt werden. Dazu habe ich hier einmal das Metronom eingeschaltet. Gott dafür, dass er mir dich gegeben hat. Also das Tempo liegt bei genau 126 Schlägen pro Minute. Jetzt werde ich eine Passage loopen, also wiederholen lassen. Das ist ein weiterer Test, dass das Original jetzt gut auf der Timeline, auf der Zeitachse liegt. Erst dann, wenn das Metronom genau mit dem Songtempo übereinstimmt, können wir mit dem Einspielen der einzelnen MIDI-Spuren beginnen. Und jetzt geht die eigentliche Arbeit erst los. Sound suchen, die musikalische Struktur, also Strophe, Refrain, Bridge und so weiter, festlegen und bestimmen und Spur für Spur einspielen und editieren. Und so sieht ein Song dann am Ende aus. Ich schalte jetzt das Original stumm, es erklingt also zunächst allein das Genius, das über MIDI mit dem Computer verbunden ist. Besonders wichtig ist, dass Rhythmus und Bass richtig grooven. Der Ausgang der DAW, also des Computers, und der Ausgang von Genius werden jetzt über einen Mischpult geführt, sodass man mit den Fadern immer wieder vergleichen kann. Original mit MIDI-File. Für alle Ewigkeit.
Wenn alles passt, kommt jetzt die Detailarbeit, die Songtexte, die Akkorde und eine separate Notenspur kommen ins MIDI-File. Nicht zu vergessen die Vocal-Harmony-Spur. All das wird immer wieder getestet und auch hier werden die Stimmen immer wieder mit dem Original verglichen. Ein Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmel zählt. Der passende Vocal-Harmony-Typ und die Notenspur werden bereits ins MIDI-File geschrieben und somit festgelegt, sodass für Sie alles von Anfang an richtig eingestellt ist. Sie können nun direkt am Instrument mit den Songtexten und den Noten spielen, auf der Bühne oder einfach zu Hause. Es ist wirklich phänomenal, wie druckvoll ein MIDI-File am Genius klingen kann, wenn es die gebotenen Möglichkeiten des Instruments nutzt. Wenn Sie also ein glücklicher Besitzer von Genius sind, sollten Sie dieses MIDI-File unbedingt haben. In der Beschreibung zu diesem Video finden Sie die Bestellmöglichkeit und wenn Sie noch keinen Genius haben, es gibt sogar ein MP3 davon. Zugegeben, MP3 hat ein paar Klangeinbußen, aber die Texte sind hier ebenfalls enthalten. Wenn es Ihnen gefallen hat, bleiben Sie uns treu und empfehlen Sie uns weiter. Gern können Sie diesen Kanal auch abonnieren. Viel Spaß beim Musizieren! Bis zum nächsten Mal.